Was kann unser Gehirn so alles im Schlaf leisten? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Dieter Kunz. Er leitet die Klinik für Schlafmedizin im St. Hedwig Krankenhaus hier in Berlin. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Kunz, können Sie klar träumen? Ja, zumindest habe ich das früher gekonnt, als ich klein war und lange ausschlafen konnte. Am Ende der Nacht fanden dann auch immer Träume statt. Und da habe ich mir dann überlegt, mache ich dies oder mache ich jenes? Und wenn mir was nicht gefallen hat, dann bin ich woanders in den Raum gegangen. Das geht. Haben Sie das geübt? Nein, das war einfach da und habe ich erstmal als Phänomen wahrgenommen. Das heißt, wir können alle klar träumen. Ich glaube, jeder von uns kennt das auch mal, dass er im Traum gemerkt hat, oh, ich träume ja. Und im Beitrag haben wir ja auch gerade gesehen, man kann das auch besser trainieren und kann das einsetzen, etwa gegen Albträume. Wogegen kann Klarträumen denn noch helfen? Da, wo es wirklich gezeigt worden ist, dass es eine Wirkung hat, ist bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Das sind Menschen, die psychisch schwer traumatisiert sind, die bei irgendetwas, was das Leben bedroht, mit dabei gewesen sind. Zum Beispiel, wenn ein LKW ein Kind überfährt und man wirklich direkt drauf geguckt hat. Diese Bilder kriegt man schlecht aus dem Kopf. Die hat man als Nachhallerinnerung teilweise tagsüber, aber eben halt auch in den Träumen. Und da hat sich das Klarträumen als hilfreich erwiesen. Und wie kann man das genau trainieren? Ja, Sie müssen als erstes einmal überhaupt den REM-Schlaf haben. Dann müssen Sie lange genug schlafen, damit Sie... Also der REM-Schlaf ist vereinfacht gesagt die Traumschlafphase. Genau. Und dann müssen Sie ans Ende des Schlafes kommen, wo das Gehirn auch in Teilen schon wach wird. Und erst dann, wenn Sie gleichzeitig wach sind und den Traumschlaf haben, dann werden Sie sich dieser Träume bewusst. Denn Träume als solches hat jeder von uns jede Nacht. Über 2 Stunden. Über 2 Stunden träumen wir. Und wenn es gut läuft, kriegen wir ja eigentlich gar nichts davon mit. Warum kriegt das Gehirn davon nichts mit? Oder warum können wir uns nicht daran erinnern, vielmehr? Die Frage ist, warum wir uns überhaupt daran erinnern sollten. Denn alle Untersuchungen, die bisher dazu durchgeführt worden sind, wo man zum Beispiel Menschen im REM-Schlaf geweckt hat, die waren dann zutiefst erschüttert, was da nachts alles in ihrem Gehirn los ist. Und man hat keinen Zusammenhang herstellen können zu all dem, was sie vorher erlebt haben, nicht mal zu den Affekten oder zu den Stimmungen, in denen sie waren. Das scheint wirklich nur bei der posttraumatischen Belastungsstörung stattzufinden, dass das etwas mit der Realität zu tun hat. Also ist es gut, wenn wir wenig quasi von unserem Schlaf, von unseren Träumen mitbekommen. Mittlerweile ist es ja auch wissenschaftlich belegt, dass unser Gehirn im Schlaf zu Höchstleistungen fähig ist und dass wir sprichwörtlich im Schlaf lernen können. Was können wir denn alles im Schlaf lernen? Alles. Das geht erstmal ganz klar los mit allen motorischen Programmen, also die Dinge, die wir einmal lernen und dann werden sie als Programm abgerufen. Wenn ich jetzt hier spreche, denke ich nicht darüber nach, wie ich meine Zunge bewege oder wenn ich ein Klavierstück lerne oder wenn ich Fahrrad fahre oder wenn ich Anlauf nehme, um Hochsprung zu nehmen. Das läuft dann einfach automatisch ab und das sind zum Beispiel Dinge, die sehr klar im Schlaf stattfinden. Wenn Sie nach dem Lernen in der ersten Nacht nicht vernünftig REM schlafen, dann findet der Lernerfolg nicht statt. Wie kann denn jetzt die moderne Medizin die Erkenntnisse aus der Schlafforschung nutzen? Als erstes einmal müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Schlaf nicht irgendetwas ist, was zum Beispiel mit Ausruhen zu tun hat oder reine Regeneration. Nein, es sind aktive Phänomene, die etwas mit der Gesundheit und zwar nicht nur des Gehirns, sondern auch des Rest des Körpers zu tun hat. Sprich, wir dürfen ihn nicht stören. Und das geht damit los, dass jeder, der zum Beispiel 8 oder 9 Stunden schlafen muss, dass er ausreichend im Bett liegt oder aber, dass wir keine Medikamente nehmen, die den Schlaf beeinträchtigen. Dankeschön für diese Informationen.